DMZ, der Extraction Loot Shooter von Activision, von Call of Duty, startet in die Season 2 und es ist ein epischer Moment, denn wir kriegen den allerersten Vibe im Call of Duty-Universum. Genial, vielen Dank, dass ich diesen epischen Moment miterleben darf. Sei es drum, jedenfalls haben wir einige neue Informationen nochmals zusätzlich zu Season 2. Wir fassen jetzt nochmal zusammen, was alles kommt in Season 2 und was nicht kommt. Und natürlich, wann es kommt auch, und zwar am 15.02. um 18 Uhr. Und zwar fahren ein paar Stunden vorher die Server runter, bleiben also für eine kurze Pause komplett offline. Ihr kommt nicht in Call of Duty rein. Und um 18 Uhr fahren die Server wieder hoch und Season 2 startet, DMZ startet mit einem Vibe. Dabei gibt es 5 neue Waffen, die neue Map Ashika Island, es gibt viele, viele neue Belohnungen und Al-Masra bekommt ein Update, sogenanntes Rework fast schon, weil wir wirklich eine sehr stark veränderte Map bekommen. Dazu gleich nochmal mehr. Wenn ihr jetzt neu auf diesem Kanal hier seid, der Kanal widmet sich komplett Extraction Loot Shootern. Ja, wir sind DMZ und Extraction Loot Shooter Junkies. Wir hauen Guides raus, sind auch viel im Livestream unterwegs. Also wenn euch das Ganze gefällt, haut gerne ein Abo raus und ein Like für eine Bewertung des Videos, falls euch das Ganze gefällt. Hilft uns auf jeden Fall extrem in unserer Arbeit. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Ashika Island, die neue Map, ist eine Insel im Pazifik vor der Küste Japans und sie ist unter der Kontrolle von der Shadow Company, ja? Shadow Company ist bekannt aus Gebäude 21, die Elite-Soldaten von dort werden auch auf Ashika Island sein. Und wir werden ihnen definitiv begegnen müssen, weil die neuen Missionen werden uns auf diese neue Map leiten und zwar verstärkt. Es ist ja so, dass alle Missionen gewiped werden, das heißt, alle Missionen, die wir gespielt haben, werden zurückgesetzt auf Stufe 1, sodass wir alle gemeinsam die gleichen ersten Erfahrungen machen werden auf dieser Map. Außer den Missionsvibes werden auch die Kontrabandwaffen gewiped, das heißt alle Waffen, die wir eingesammelt haben im Kontrabandstash, werden entfernt und ebenfalls alle Schlüssel aus dem Schlüsselstash bzw. die Keycards, auch die werden alle entfernt. Dagegen behalten werden wir alle versicherten Waffenplätze, die wir bereits freigeschaltet haben, die bleiben in unserem Besitz, sowie alle Art von Cosmetics, also alle kosmetischen Items, zum Beispiel die Blaupausen für die Waffen, Skins, Waffensticker und natürlich auch freigeschaltete Waffen, das bleibt alles erhalten. Um versicherte Waffenplätze freizuschalten, muss man eine Mission abschließen. Damit erreicht man dann den ersten freigeschalteten Waffenslot. Man muss 3 Fraktionen auf Stufe 3 abschließen, dann erhält man den zweiten versicherten Waffenslot. Und man muss eine Fraktion auf Stufe 5 zu Ende bringen und erhält dann den dritten versicherten Waffenslot. Und da kommen wir auch schon zu der neuen Fraktion. Es gibt nämlich zusätzlich zu den 3 jetzt noch die 4. Und zwar Crown. Wobei Crown nur für Besitzer des Vollspiels zur Verfügung stehen, also für Modern Warfare 2 Besitzer. Hier werden neue Missionen und neue Belohnungen drin sein. Wobei alle anderen Spiele natürlich noch Zugriff auf alle anderen 3 Fraktionen haben. Und damit natürlich auch die Möglichkeit haben, weiterhin alle Waffenslots freizuschalten. Diese 3 Fraktionen kennen wir natürlich bereits aus Season 1 und sie sind zurückgesetzt auf Stufe 1, was ihre Missionen angeht. Allerdings nicht nur zurückgesetzt, sondern auch aktualisiert, also die Missionen sind alle verändert worden, wurden also angepasst. Das heißt jetzt, man kann viel, viel leichter an den Waffenslot 2 kommen, das sei wesentlich leichter. Und der Grind im späteren Verlauf soll alles so ein bisschen sinnvoller und besser gemacht worden sein. Bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt auf die Veränderungen der Missionen. Was auch spannend ist, ist, dass die Missionen uns jetzt nicht nur auf Al-Masra, sondern auf alle 3 Karten schicken. Das heißt, auch auf Gebäude 21. Und hier heißt es momentan, dass wir einen Schlüssel brauchen. Ob der verbraucht wird, ist nicht klar. Wahrscheinlich wieder nicht, aber wer weiß. Jedenfalls müssen wir alle 3 Maps besuchen. Das heißt, wir werden Missionen auf allen 3 Maps haben. Und wir werden map-übergreifende Missionen haben. Das bedeutet, wir müssen beispielsweise ein Item in Gebäude 21 finden, abholen, extrahieren. Ja, wir dürfen jetzt ein Item extrahieren, also wir dürfen es behalten. Das heißt, wir haben das erste Mal sozusagen ein Item-Stash, wo wir Items horten können. Beschrieben wird es momentan als Schlüssel-Stash. Also der Schlüssel-Stash wird jetzt in der Lage sein, auch andere Items zu beherbergen. Werden wir genau sehen, ob das nur Missions-Items sind. Wahrscheinlich schon im ersten Schritt, aber cool, dass wir sowas kriegen. Und diese Items müssen dann in einem weiteren Raid wieder mit in die Runde reingenommen werden. Ähnlich wie ein Schlüssel, um eine Tür zu öffnen. Und dort beispielsweise abgegeben werden. So, dass sozusagen ein Item aus einer Map raus in eine andere Map reingebracht werden muss. Und erst dann ist eine Mission abgeschlossen. Also eine map-übergreifende Mission. Sehr, sehr coole Aktion und aus meiner Sicht definitiv ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Ganz toll. Achtung auch, was die Missionsbelohnungen angeht. Hier haben die neuesten Infos gesagt, dass es neue Belohnungen gibt, also neue Kontrabandwaffen, neue Keys, neue Schlüssel, neue Keycards, neue XP-Tokens, aber auch neue Skins und neue Blaupausen. Das heißt,
das Grinden sozusagen der ganzen Missionsstufen 1 bis 5 oder vielleicht auch 6, je nachdem, wie das jetzt verändert wird, wird uns jeweils im Abschluss einer Fraktionsstufe neue Belohnungen geben. Das ist sehr, 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 sehr cool, weil zum einen damit die alten Belohnungen ein bisschen einzigartig werden, zum anderen wir neue Motivation haben, wieder die Mission zu machen. Es ist also nicht der sinnlose Grind um den Waffenslot, sondern das ist ein sinnvoller Grind um Belohnungen. Und ich finde dieses Prinzip sehr, sehr gut. Und das könnte möglicherweise die lang ersehnte Langzeitmotivation sein für dieses Spiel. Ich meine, wir haben, ihr wisst es, wir haben so lange gesucht nach der berühmt-berüchtigten Langzeitmotivation, haben gefragt, ja, was ist denn da möglicherweise das, was ein Spieler über Monate, vielleicht Jahre antreiben kann? Und das könnte es sein, eben diese Rotation der Missionen. Mal gucken, wie sie das in Zukunft weiterfahren werden. Um die Waffenkoffer dagegen braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, da bleiben alle Belohnungen gleich. Das heißt, auf Almasra der Waffenkoffer behält seine 7 Belohnungen und der Waffenkoffer auf Gebäude 21 behält seine 6 Belohnungen. Das heißt, da könnt ihr in Season 2 weitermachen, da wo ihr aufgehört habt. Dagegen gibt es einen neuen Waffenkoffer auf Ashika Island und der gibt 7 neue Belohnungen. Gleichzeitig wird dieser Waffenkoffer von einem neuen Boss besetzt, nämlich von Bombmaker. Der bewacht das Ganze und er ist in einem Hideout, sagt man, also in irgendeiner Art Festung. Wir vermuten, das ist die Castle und wir müssen also sozusagen die Castle, also die Festung einnehmen, den Boss besiegen und den Koffer extrahieren. Das klingt alles nach einem relativ schweren Koffer, muss ich sagen. On top kommt nämlich, dass definitiv KI ebenfalls ihm helfen wird, diesen Koffer zu bewachen. Und da gehen wir natürlich ganz, ganz schwer davon aus, dass das Elite-Krieger sind aus der Shadow Company. Auf der anderen Seite ist es so, dass die KI generell angepasst wird. Und zwar in der Anzahl der KI, also dass wir nicht mehr überschwemmt werden von Horden von KI. Die Art der KI, also Tier 1, 2 und 3, dass wir nicht zu viel Tier 3 Einheiten haben, das reduziert auf Tier 2, Tier 2 wird reduziert auf Tier 1. Also dass wir da vielleicht ein bisschen Ausgleich haben. Und die Stärke der einzelnen KI, der einzelnen Bots, also diese Longshots über die halbe Map, dass euch ein Bot ungesehen durch 15 Büsche holen kann. Sowas wird natürlich stark angepasst werden. Also da wird es insgesamt eine Anpassung geben. Wir sind sehr, sehr gespannt, ob die Anpassung von allgemeiner Art ist für das Spiel oder ob vielleicht auch so ein bisschen auf Solospieler eingegangen wird, dass Solospieler vielleicht auch noch ein bisschen anderes Feeling haben auf der Map, wenn sie gegen die KI eintritt. Was auch extrem cool ist, ist, dass Almasra komplett verändert wird. Wir haben hier einen Flugzeugabsturz im Satic Cave Komplex. Da wird es auch eine neue Multiplayer-Map geben mit. Also Flugzeugabsturz soll ein bisschen mehr Deckung geben. Außerdem entsteht ein Tunnelsystem im Nordwesten. Hier soll es 5 Eingänge geben, und zwar über Leitern, Garagen, Höhlen. Da kommt man sozusagen in dieses Tunnelsystem, sodass der Nordwesten komplett untertunnelt ist. Also man kann einerseits oben dann über die kleinen Dörfer laufen oder unten über das Tunnelsystem. Und das alte Gleissystem, was bereits vorhanden ist, bekommt einen neuen Zug. Der alte Zug bleibt bestehen, also der Güterzug fährt weiterhin. Und hinzu kommt ein Personenzug. Dieser Personenzug soll schneller sein als der Güterzug. Er hat einzelne Abteilungen, die durch die Türen getrennt sind. Man muss eine Tür öffnen, um von Abteil zu gelangen. Es gibt neue legendäre Kisten in diesem Personenzug, und zwar in 3 verschiedenen Bereichen. Hier genannt wird der Schlafbereich, der Barbereich und die Personenabteilungen. Und was auch noch wichtig ist, der Aufbau dieses Personenzuges ist etwas anders. Man soll sich ein bisschen anders verhalten müssen, um richtig in Deckung zu sein. Wir sind mal gespannt, wie das dann richtig aussehen wird. Als ob das aber noch nicht genug ist für Almasra, werden auch die Dead Drops versetzt. Das heißt, die Dead Drops, also die toten Briefkästen, bekommen neue Positionen. Wir machen dann wieder ein Video über die neuen Positionen. Aber interessant, dass sie auch hier Veränderungen vornehmen. Und die Spawns werden ebenfalls nochmal angepasst. Die wurden ja schon mehrfach angepasst. Es kamen neue Spawns hinzu. Aus dem Außenbereich kamen nochmal zusätzlich Spawns im Innenbereich dazu. Und jetzt wird nochmal alles umgearbeitet, dass man nicht mehr so leicht gespawntrapped werden kann. Zusammengefasst kann man sagen, dass Almasra wirklich komplett überarbeitet wird und eine neue Map wird. Also richtig cool. Wir haben auch ein kleines Update zu den neuen Waffen, die kommen werden. Und zwar kommt als erstes natürlich einmal die Armbrust. Hier gibt es eine neue Challenge. Das ist uns bereits der Weg des Ronins. Und zwar müssen wir hier 7 Herausforderungen meistern, die bezeichnet sind nach den 7 Tugenden der Samurai. Da gibt es einmal die Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit, der Mut, die Güte, die Höflichkeit, die Wahrhaftigkeit, die Ehre und die Loyalität. Und diese 7 Herausforderungen geben jeweils eine Belohnung frei. Hat man jetzt alle 7 Herausforderungen abgeschlossen, schaltet man die Armbrust schlussendlich frei. Also so eine Mechanik ähnlich wie mit dem Waffenkoffer. Klingt ziemlich cool und diese Herausforderungen scheinen gar nicht so leicht zu sein. Also die Herausforderung zu bekommen ist anscheinend nichts Selbstverständliches. Diese Armbrust selber wird in der Sturmgewehrklasse zu finden sein und bekommt einige eigene Modifikationen. Wird also auch modbar sein und auch ziemlich cool. Und sie bekommt neue Missionstypen, also irgendwelche Pfeile besonderer Art.
wobei man diese abgeschossenen Pfeile wieder vom Boden aufheben kann. Das heißt, ihr könnt schießen, Pfeile wieder aufheben, neu nachladen, Munition wechseln und so weiter und so fort. Außerdem angekündigt wurde das Hemlock-Stummgewehr, das ISO-Hemlock-Stummgewehr sowie die Broadside-Shotgun, die also eine schnellschießende Shotgun, das ist aber die mit Abstand am schnellsten schießende Shotgun. Auf jeden Fall ganz, ganz dickes Meta-Potenzial hier an dieser Stelle. Dann gibt es eine neue Nahkampfwaffe, und zwar die Kodachis. Das sind diese beiden Schwerter. Und sie bekommen noch zusätzlich ein neues Bewegungssystem. Also man läuft mit diesen Kodachis langsamer als mit einem Messer, schneller als mit einer Waffe. Und man hat damit wohl so eine Art Sprungangriff noch, wenn man schlägt, dass man so einen kleinen Satz nach vorne macht, um einen Gegner zu überraschen. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird mit diesen Kodachis. Ja, und was außerdem noch dazu kommt, ist dann das Scharfschützengewehr, das Tempus Torrent Scharfschützengewehr. Vielleicht sagt einem das SR-25 nochmal ein bisschen mehr. Also es basiert auf der SR-25-Waffengattung. Sehr, sehr, sehr spannend. Und schließlich kommen auch die Shuriken dazu. Also das wird wahrscheinlich so ein Wurfmesser ein Ersatz sein, eben sozusagen Wurfsterne anstatt Wurfmesser. Wobei, man muss dazu sagen, das könnte ziemlich cool werden, weil diese Shuriken ja auch eigene Tarnungen bekommen. So bekommt jede neue Waffengattung, jedes neue Waffensystem ein neues Set an Tarnungen, die man dann freischalten kann. Und die Skins, die man dann darüber freischaltet, kann man natürlich wieder wie mit den alten Skins auch auf jeder Waffe anwenden. Also nicht nur die neuen Waffen, sondern auch die dazugehörigen kompletten neuen Sets an Tarnungen. Da möchte ich noch das Wasserfahrzeug erwähnen. Im letzten Video ist mir das Wort Jetski aus irgendeinem Grund nicht eingefallen. Ich war ein bisschen braindead, AFK. Also ein Jetski kriegen wir. Zwei Leute passen drauf. Es ist super schnell, hatte wenig HP. Zum Schluss noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und zwar haben wir gesagt, dass eine Rangerhöhung kommen wird auf Rang 500. Jetzt ist es ein bisschen unklar. Sie haben jetzt gesagt, stopp. Es ist gar nicht Rang 500, es ist Rang 450. Dann werden wir jetzt genau sehen, was da passiert. Auf jeden Fall wird es kein Reset der Ränge geben. Also wenn ihr Rang, 127 seid, dann seid ihr zu Season 2 Start immer noch Rang 127 und könnt weiter grinden. So Leute, zwei Punkte haben wir noch, aber vorher erstmal vielen, vielen Dank natürlich erstmal an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal besonders unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank. Kommen wir noch zu zwei Punkten, und zwar einmal die statistische Erfassung. Wir kriegen Statistiken, leider nicht rückwirkend für Season 1. Also alles, was jetzt ab Season 2 passiert, wird statistisch erfasst und ist einsehbar. Das könnt ihr teilen und euch einsehen, wie viele Tode, wie viele Kills, wie viele Bots habt ihr gekillt, welche Waffen habt ihr benutzt, vielleicht Winrates mal gucken für einzelne Waffensysteme. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und abschließend noch muss ich unbedingt erwähnen, dass Activision die DMZ-Community lobend erwähnt hat. Yeah. Also ja, es ist eine coole Sache, weil im Blogpost wurde gar nicht auf solche Dinge eingegangen. Aber was DMZ angeht, haben sie gesagt, es ist sehr, sehr interessant, wie leidenschaftlich die DMZ-Spieler den Modus angenommen haben, gegrindet haben um Waffen, um Missionen, um Progress und so weiter, und dass da etwas Tolles entstanden ist. Ich fand das sehr, sehr interessant, weil das ist relativ untypisch gewesen in diesem Blogpost und zeigt so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen stolz auch darauf, dass sie einen neuen Modus gebracht haben, der anscheinend ganz gut läuft. Es gibt so ein paar neue Vertreter in unserem Extraction-Loot-Shooter-Genre. Ich sag da nur PUBG zum Beispiel, die jetzt wieder ein neues Spiel in der Mache haben. Also es kommen mehr AAA-Entwickler, die jetzt ebenfalls Extraction-Loot-Shooter bringen. Und es ist so spannend zu sehen, wenn da ein Artikel kommt, welche Spiele erwähnt werden. Und zwar, früher war das immer nur Tarkov, dann eine Zeit lang Tarkov, The Cycle Frontier, Marauders und Co. Jetzt ist es so, wenn ein neuer Artikel kommt, das sind jetzt schon mehrere, wo ich das gesehen habe, dann wird erwähnt Tarkov und DMZ. Also es ist mittlerweile tatsächlich so, dass DMZ, kann man schon gut sagen, sehr, sehr sich etabliert hat nach 3 Monaten des Bestehens. Ich finde den Progress, den DMZ gemacht hat, sehr, sehr gut. Und wir haben leider keine Zahlen, aber das, was wir so erahnen können aus Umfragen und Statistiken, was die Community sozusagen erstellt, das ist schon sehr, 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 sehr spannend. Deswegen bin ich umso gespannter, was in Season 2 passiert, wie sie es weiterentwickelt und welche Gedanken die Entwickler haben für die Zukunft. Ich würde so gerne in ihre Köpfe schauen, aber ja, da müssen wir vertrauen und gucken, dass sie das Richtige machen. In dem Sinne, Leute, auf einen guten Start in Season 2. Ich sage schon mal an dieser Stelle, hasta luego und hasta la vista.